Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit Winifred. Und heute werden wir live Clankriegsreporter machen, beziehungsweise Clankriegsliga-Reporter machen, denn das haben sich viele von euch gewünscht. Das ist jetzt wieder da, das Format. So, weiter, wir schreiben das jetzt mal hier rein. Kannst loslegen. So, denn der Packer möchte als allererstes quasi loslegen. Und deswegen kann er jetzt loslegen. Ansonsten, ich mache immer so ein bisschen Cuttern rein, je nachdem, wann halt jemand angreift. Oh, er ist schon dabei. Immer gegenüber 28 gegen 28. Wir sehen, oh, wir sehen ganz viele Blitze und wir sehen ganz viele Drachen und einen Level 3 Felsenwerfer durch die Spendenumstellung. Ja, mit dem letzten Update, ja, ist das nicht mehr möglich, einen Maxed Felsenwerfer zu kriegen. Und jetzt, was macht er da? Warum setzt er den da hin? Frage ich mich. Warum setzt er den direkt dahin? Er wird ja nicht weit kommen, so. Oh, was ist da jetzt los? Da ist ein Tesla. Oh, außen. Da geht schon mal richtig Party. Die Piraten sind unterwegs. Oh, das war jetzt nicht so gut. Die Drachen müssen es jetzt richten, aber die Königin vom Gegner, die 50er, die lebt da halt immer noch. Jetzt hat er zwar oben geblitzt, aber er wird ja niemals noch bis oben hin kommen. Ich glaube, ein Zeppelin wäre ein bisschen schlauer gewesen. Jetzt, oh, ja. Oh, gut, klar, man muss sagen, er ist Level 10. Rathaus Level 10 gegen Level 11, das muss man ihnen auf jeden Fall zugutehalten. Das wird natürlich jetzt schwierig werden. Aber vielleicht noch ein Stern ein. Aber egal, es soll ja Spaß machen. Es ist halt ein bisschen blöd teilweise in der CWL, wenn man so wie wir halt unterschiedliche Rathäuser hat. Wir haben von 14 bis 10 war es, weil der Babsi nicht mitmacht. Ja gut, ist klar, dass man dann unten schon mal, naja, so ein bisschen dann schlechte Karten hat gegen andere, wenn man jetzt hier gegen den Elfer ran muss. Schade, aber naja, gut. Er kommt ja zumindest noch über 40%. Besser als nix. Ich meine, gut, klar, er kriegt keinen Bonus, aber wir verlieren den Krieg sowieso, von daher. Ah, wobei, will er noch nicht spoilern. Aktuell sieht's nicht so gut aus, muss man sagen, aber wer weiß, was noch kommt. So, der Nächste greift an. Jonas, 26 gegen die 26. Er hat den Heldentrank am Start. Ich weiß jetzt nicht genau. Ja, der Ward ist noch ziemlich low und er muss einen 12er angreifen. Das wird auf jeden Fall schon mal ein bisschen schwieriger werden. Aber wir lassen uns jetzt natürlich gerne überraschen. 5 Zuschauer auf unserer Seite, 2 Zuschauer beim Gegner, 6 Zuschauer bei uns. Die Spannung steigt. Ich will gleich auch noch angreifen. Ich sag jetzt noch nichts zu meiner Armee. Das müsst ihr euch gleich angucken. Also, was macht der? Elektrodrachen am Start und der Kampfholzwerfer. Oh, der Kampfholzwerfer ist, glaube ich, sogar eine richtig gute Idee in diesem Fall. Clanburg ist weit unten, die Single Infernos sind weit unten und er muss ja im Endeffekt jetzt erstmal zumindest einen Stern holen. Und das Rathaus ist erreichbar. Das ist definitiv erreichbar. Oh, das schafft er. Komm, zieh durch. Jetzt hat bitte was Gescheites in der Clanburg. Oh, ein Elektrodrachen und Loon. Loon, komm, Königin. Ein bisschen noch. Oh, das Rathaus ist fast down, das schafft er aber. Das schafft er. Okay, ist down. Das Rathaus ist down. 36%. Weiter. Komm. 37. Zünd den Warden doch. Oh. Er hätte ihn zünden müssen. Er kann ihn immer noch zünden. Warum? Guck mal, wie viel Zauber er noch übrig hat, Jonas. Jonas, du hast noch 2 Wut, einen Gift und einen Freeze übrig. Ich glaube, in diesem Fall wären wirklich 2 drin gewesen. Wenn er den Warden gezündet hätte, als quasi die ganzen Luftbomben drauf kamen. Oh, komm, einmal noch schießen. Einmal noch. Oh, er hat es. Oh mein Gott. Er hat es. Alter. Oh, Jonas. Oh Mann. Nummer 24, Abge 2.0 gegen Marciolo. Und ich weiß gar nicht, aus welchem Land unser Gegner kommt. Das muss ich gleich mal nachgucken. Er blitzt jetzt die Luft, da wäre schon mal weg. Bumm. Und Bombenturm war das noch. Warte, was hat er noch? Er hat noch einige Blitze und Freeze am Start. Er wird gleich wahrscheinlich einen, ja, es wird dann wohl wahrscheinlich ein Queen Walk sein. Denn er hat ja eigentlich nichts, wo er dann in die Base rein könnte mit der Queen. Aber lassen wir uns mal überraschen, was Abge 2.0 jetzt hier zaubert. Ich bin sehr gespannt, was jetzt heute auf der Menükarte bei ihm steht, was er uns jetzt hier zubereitet. Erstmal nix. Doch, da oben jetzt ein Bogey, aber das wird nicht funktionieren. Damit kannst du keinen Weg in die Mitte machen.
denn der Bogi ist einfach viel zu schwach und es würde zu lange dauern, bis der Bogi da halt irgendwas macht. So, Königin. Ja, 35er Königin ist schon ganz solide. Er hat ja, wie gesagt, den Trank eingeschmissen. Nein, der König ist jetzt direkt im Radius. Er muss ihn jetzt zünden. Er muss ihn zünden. Oh Gott. Ja, das hat natürlich jetzt nicht so viel gebracht auf der Seite. Die Königin ist ordentlich unter Beschuss. Sie überlebt es noch. Oh Gott. Oh Gott. Auf der anderen Seite ist weg. 2 Minuten Rest. Bisschen mal Eilung jetzt. Er wird natürlich... Also eigentlich dürfte er jetzt den Kampfwolltreffer nicht von ganz oben von 12 Uhr reinschicken, sondern eher so von hier, da wo der König steht. Ah, wie geil haben sie das bitte überarbeitet, oder? Wie geil haben sie bitte diese Modelle da überarbeitet? Oh, jetzt alle in die Mitte. Ja, das meinte ich jetzt zum Beispiel. Von da bringt es eigentlich nichts, den reinzubringen. Zum einen, weil er hat da nichts vor sich. Er hat da nicht großartig was vor sich an Gebäuden, die er kaputt machen kann. Hier hätte er jetzt noch den Inferno-Turm kaputt gemacht, hätte den Magierturm noch kaputt gemacht. Und hätte dann das Rathaus auch noch erwischt. Und auf der anderen Seite, ja, muss er schon jetzt weiter durch. Und die Adler, der wird er zwar gleich noch vielleicht anschlagen. Aber er wird sie nicht mehr zerstören können. Aber er hat noch einen Blitz übrig. Er hat immer noch einen Blitz übrig. Er hat immer noch den Kampfholzwerfer. Oh, es bleibt spannend, es bleibt spannend. Er hat die Heilerin noch, die Heilerin. Oh, und er hat Lufttruppen drin. Er hat Lufttruppen drin. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, die Adler ist down. Aber es wird wohl nur ein Stern werden. Oder reißt er noch was rum? Kann er noch mal rumreißen? Oh, 44%. Ja, das ist halt bei den Elektrodrachen nicht schlecht. Die reißen dann teilweise doch noch mal ein bisschen was raus, wenn sie halt noch mal mit dem Kettenblitz ordentlich noch mal was zerstören. 46%. Aber es dürfte nicht mehr reichen, für Abge 2.0 auf 2 Sterne jetzt hier das Ganze zu stellen. Ein-Sterne-Menü hat er uns zubereitet. Ja, aber es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Okay, wir haben ein Duell auf Augenhöhe, Rathaus 10, aber eine etwas, würde ich mal sagen, etwas schwächere Rathaus 10 Base, aber unser Patrick ist auch noch nicht so ganz so lange Rathaus 10 und jetzt bin ich ja mal gespannt. Kampfholzwerfer unten am Start. Oh, Gohawk. Gohawk, jawohl. Jawohl, ich liebe Gohawk. Aber der Gegner hat natürlich in diesem Fall, was hat er? Oh gut, Arthadev fällt schon mal weg als Rathaus 10er, die gibt's ja nicht. Clanburg muss down, allerdings, oh, wir haben jetzt hier einen Sonderfall bei der Clanburg, bei Gohawk, denn der Gegner hat einen Hund drin. Und beim Hund ist es meiner Meinung nach so, wenn du mit Hawks angreifst und der Hund ist noch quasi als Ganzes vorhanden, er hat sich noch nicht geteilt, die Lava-Puppies sind noch nicht da, dann ist das in Ordnung. Der Hund ist so langsam und hat so wenig Schaden, das macht da nicht so viel aus. Die Hawks kommen schon und jetzt sind sie auf dem Weg Richtung Single Inferno. Ja, der Packer hat es geschafft. Das Rathaus ist schon mal down. Bedeutet, wir wissen jetzt schon mal, es werden zumindest schon mal 2 Sterne. Ja, guck, wie langsam der Hund ist. Der Hund ist jetzt, ich meine, so langsam ist er nicht. Er ist natürlich viel schneller als ein Golem zum Beispiel. Oder als zum Beispiel eine Packer. Trotzdem, er macht halt so wenig Schaden, weil er sich ja nicht aufgeteilt hat. Da ist eigentlich jetzt, davon geht jetzt eigentlich nicht so viel, ja, nicht so viel Gefahr aus. Nein, die Hawks sind... Hawks sind durch die Gegend geflogen. Jetzt sind da noch welche unterwegs. Er hat noch einen Zauber übrig. Er hat noch einen Heilzauber übrig. Der Hund ist jetzt hinterher gewesen. Oben sehe ich auch noch ein paar Hawks. Er muss sie jetzt heilen. Die müssen jetzt hinterher. Oh, oh, oh. Ja, der Köter verfolgt zwar. Der macht doch mehr Schaden als gedacht. Der blöde Hund, du. Der blöde Köter. Der macht doch mehr Schaden. Es bleibt nochmal spannend. Oh, wenn die das noch geschafft hätten jetzt. Oh, nein. Wenn sie sich darum noch gekümmert hätten, um den Inferno-Turm, das wäre es gewesen. Jetzt hat er natürlich ein Problem, denn jetzt sind da echt einige Magier, die sich jetzt erstmal eigentlich um den Hund kümmern müssen. Jetzt geht der Hund gleich auf. So, der Hund ist jetzt da, Lava-Puppies am Start. Ja, die Magier haben jetzt Probleme damit natürlich erstmal. So, au. Oh. 2 Sterne. 2 Sterne, denn der Inferno-Turm, der Bogenturm, die Kanone... Das wird leider nicht mehr reichen am Ende, weil der Hund dann doch ein bisschen stärker, als ich das erwartet hatte. Andererseits, es kommt halt auch immer drauf an, wie viel Schweine sind noch da. Schwein gegen Hund. Das große Duell in diesem Fall. Ja, was leider jetzt in diesem Fall zugunsten des Hundes ausging. Aber okay, wir machen weiter. Marvin Nummer 17 gegen die Nummer 17 des Gegners, der Magier aus der Wüste, wo anscheinend 36 Grad sind. Okay, also, wir gucken mal drauf. Der Clan ist übrigens international. Hab ich das schon erwähnt? Nee, hab ich glaube ich noch nicht erwähnt. Wir sehen 2 Eisgolems hat er noch. Allerdings setzt er die Hexen jetzt auch schon direkt da vorne hin. Die Kanone müsste sich jetzt eigentlich schon
Ja, eine Hexe hat sie sich geschnappt. Die anderen müssen jetzt noch ein bisschen überleben. Ha, Heiler drauf auf den Warden. Oh, hoffentlich überlebt er noch. Komm. Was macht er mit den... Die Hexen hinter die Eisgolems, Marvin. Nicht vor die Eisgolems, denn dann sehen wir das, was eigentlich nicht passieren soll. Ja, genau das, was nicht passieren soll. Der Bombenturm wirft nämlich jetzt direkt auf die Hexen drauf. Oh Gott. Ja, was ein Durcheinander. Auch wieder ein Hund drin. Okay, das könnte gleich noch interessant werden, falls ich noch angreife. Ich habe eigentlich die falschen Truppen, aber ich will trotzdem angreifen eigentlich. Wir werden es mal sehen. Ich würde echt gerne noch angreifen. Köter drin, zwei Ballons. Ja gut, die Hexe kümmert sich jetzt. Will sich um den Hund kümmern, schafft sie natürlich nicht. Aber okay, außen noch der Eisgolem in der Mitte. Die Bowler, es bleibt spannend. Die Leute sind alle ein bisschen kniepig. Kennt man das Wort? Kniepig, ein bisschen geizig mit ihren Zaubern, muss man sagen. Denn er hat noch jetzt immer noch zwei Freeze übrig und noch einen Sprung. Den müsste er jetzt ja gleich eigentlich mal dahinsetzen, zumindest wo die Adler-Def ist. Damit sich die Leute, beziehungsweise der König, das mal holt. Boah, knappe Kiste auch. Boah. Ja, die Leute sind kniepig mit ihren Zaubern. Es ist einfach so. Jetzt hat er den Sprung dahin gesetzt, aber der König ist natürlich schon längst vorbei. Da springt jetzt eigentlich maximal noch der Bowler drüber. Aber selbst der muss es ja auch nicht mehr. Jetzt kommt der Gift. Ja, dann waren es immerhin zwei Sterne, ein bisschen knapp, aber ey, es geht um den Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß beim Zugucken, denn es ist ja auch trotzdem spannend. Ne? Selbst wenn wir jetzt ja hier, ja jetzt nicht unbedingt die geilsten drei Sterne-Angriffe sehen, aber es ist ja spannend, denn es war knapp. Knappe zwei Sterne. Okay, jetzt wird's richtig spannend. Josie, a.k.a. Queen, gegen die Nummer 6, gegen Jawutz. Okay, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Es wird spannend, denn es ist Rathaus 13 gegen Rathaus 14 und das macht das Ganze natürlich für sie jetzt etwas schwieriger. Sie geht von da oben rein, zack, aufgesprengt. Jetzt müsste sie das Rathaus eigentlich auch noch mit erwischen irgendwo. Würde ich zumindest so machen. Aber wir werden es sehen, was sie tut. Ja, da noch drauf. Ah, es ist zwar die eine Strecke da nicht ganz aufgegangen, aber okay. So, von oben kommen jetzt die Golems. Es ist super Go Weevee, deswegen jetzt die Magier hinterher. Und noch ein Level 10 Magier hat er. Wie schon ganz verwirrt. Level 10 Magier ist auch noch mit am Start. Hexen jetzt auch hinterher und von da kommt jetzt hoffentlich schnell der Felsenwerfer und hoffentlich geht das jetzt alles offen, damit sie in die Mitte reinlaufen und auf jeden Fall auch irgendwann den Warden zünden, damit der Felsenwerfer so weit wie möglich durchkommt. So, Adler-Def ist weg. Wunderschön, Adler-Def ist schon mal weg. Oh, jetzt gezündet. Wunderbar. Es könnte reichen gleich fürs Rathaus. Schau mal, oh, jetzt. Es reicht nicht, es wird nicht ganz reichen fürs Rathaus, aber okay. Sie ist ja fast durch. Es ist gleich noch ein Wutzauber, genau, ein Wutzauber drauf. Ein Hund in der Clanburg. Dann ist jetzt das schon mal geschafft. Ja, das ist weg. So, und der zweite Stern ist gleich am Start. Oder. Yes, da ist er. Da ist er. Wunderprächtig. Sehr gut gemacht. Jetzt ist vollkommen egal, was noch passiert. Denn Ziel erfüllt. Easy zwei Sterne. Oh Gott. Ja, es ist halt gegen den Rathaus 14. Selbst wenn die Gebäude noch nicht auf Rathaus 14 Niveau sind, das Rathaus ist trotzdem auf... Oh, ist trotzdem auf Rathaus 14 Niveau. Die Kampfbauhütte sehe ich da vorne. Was macht die denn da ganz außen? Beziehungsweise etwas weiter außen. Eigentlich unsinnig, finde ich. Ich hätte sie eher in die Mitte gepackt. Eher so dahin, hier so in dem Bereich. Ja, nun gut, was soll man sagen? Gut für uns, schlecht für die Nummer 6 vom Gegner, aber ja, am Ende doch noch ein paar mehr Prozente sogar rausgeholt. 66%, das läuft doch. Da kann sie doch auf jeden Fall sehr zufrieden sein. So, der Warden ärgert einfach mal noch die Gladi vom Gegner. Ja, da liegt sie nieder. Beziehungsweise da kniet sie nieder. So, jetzt eben die Kanone geholt, bitte komm. Komm, jetzt auch weg. Und jetzt? Die Clanburg ist auch weg. Jetzt kommt noch den Bogenturm. Den holt der Warden auch noch. Der MVP-Warden. Ich hab ihn immer kritisiert, aber in diesem Fall war er gar nicht mal so schlecht. 70%. Und das war's. Super Angriff. Und 70% gegen Rathaus 14. Ja, kann man doch echt nicht meckern. Okay, es geht weiter. Ich werde jetzt hier nachangreifen. Ich werde hier nach meinen Angriff machen. Wir gucken drauf. Erstmal Drachenmeister gegen Killer K. Und es ist Rathaus 13 gegen Rathaus 13. Er hat den Heldentrank eingeschmissen. Er hat den Machttrank eingeschmissen. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. So. Was machen die Heilerinnen in diesem Fall? Sie werden wahrscheinlich für die Königin sein. Da ist schon mal der erste Eisgolem. Eisgolem, Bowler. Damit natürlich ein Weg in die Mitte geschaffen wird, dann wird die Queen wahrscheinlich gleich so ein bisschen von da oben rumlaufen. Vermute ich mal, würde Sinn machen.
4 Erdbeben dabei. Oh ne, die Helden kommen da vorne hin. Okay, interessant. Ah, okay. Er versucht es über Eck. So, Kampfholzwerfer. Ja, aber nicht. Ich finde das auch in diesem Fall nicht gut gelöst, denn der Kampfholzwerfer hat jetzt eigentlich nicht viel Gebäude vor sich, wo er jetzt was kaputt machen kann. Hier, guck mal, da hätte er schön noch den Inferno-Turm und das Katapult hätte er mit erwischen können. So, na, oben ist die Gladi gleich kaputt. So wird es jetzt für... Die haben alle einen Köter drin. Oh, ich müsste echt, glaube ich... Normalerweise müsste ich noch umstellen, aber ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust umzubauen. Deswegen lassen wir es jetzt mal so. Ah, oh, jetzt in der Mitte natürlich die Klassiker-Kombination, aber jetzt sind die Lava-Puppies hinterher und jetzt hat Drachen ein Problem, aber wird erst noch rumreißen. 41%, okay, jetzt den One has gezündet. 44, 45, zieh durch, Junge, zieh durch. 46, 48. Ja, der zweite Stern. Da ist der zweite Stern am Start, na immerhin. Aber den Bonus kann ich mir auf jeden Fall abschreiben für diesen Krieg. Den Krieg werden wir auf jeden Fall verlieren. Den davor haben wir verloren, weil viele Leute nicht angegriffen haben. Das ist natürlich ärgerlich. Also das ärgert mich dann schon. Aber okay, ich bin mal sehr gespannt, was ich gleich reißen werde. So, naja, immerhin. 58, 59, da ist noch der eine Bowler. Und noch, ja, die Kobis. Die Kobis, die MVP-Kobis. Komm. Ja, holt er sich noch? Ja, weiter. Komm, holst du dir auch noch. Ja, ist auch noch weg. 65, 66. Ja, es müsste... Eigentlich das Goldlager müsste schon noch fallen. Ah, die Bauhütte leider nicht mehr ganz. Aber hätte er noch ein paar Yeti übrig. 67, 68. Ja, ein paar mehr Prozente, als ich das erwartet hatte, sind es auf jeden Fall doch noch geworden. Und dann bin ich ja mal gespannt. Ich muss ja auch gleich einen Rathaus 14 angreifen als Rathaus 13. 69%. Okay. Bis gleich. Okay, ich habe mich dazu entschieden, dass ich Risiko gehe. Das bedeutet, wir werden nicht von der 6 bis 9 Uhr Seite angreifen, sondern wir nehmen die, quasi 9 bis 12 Uhr Seite und werden es probieren und hoffentlich wird es uns gelingen. Ich kann es nicht garantieren. Ich hoffe es natürlich. So, jetzt muss man eben ganz kurz schauen, wie wir das Ganze denn angehen. Bap. Ah, ich habe echt die falschen Truppen. Aber okay, egal. Aber ich muss Trank, noch einwerfen, ja. Heldentrank, Machttrank bringt mir nix. Und ja, es kann eigentlich nur in die Hose gehen, aber nur gut. Dann wenigstens live. Ich gucke immer noch einmal nach. 7-7 passt. 3-2-1. Los geht es. Es sind, wie gesagt, eigentlich die falschen Truppen. Aber okay, Kampfbauhütte hat er nicht. 2-4. Schon mal nicht den einen vergessen. So. Einmal gezogen, zack, hinterher gezogen, Sprung setz ich mal da drauf, das war nicht gut, komm, sprengt, ja, macht offen, da muss schon mal ein Wutzauber draufpacken, ja, Köter kommt raus, auch nicht gut. Ja, wir werden mal sehen. Der Köter lebt. Warte mal. Jetzt muss ich mal eben gucken. So, weiter. Da nochmal gefrieselt. Oh, jetzt. Ah, gar nicht mal schlecht. Ja. Besser als gedacht. Oh, der König ist im Radius, ne? Die Zingel Inferno noch gekriegt hätte mit dem König. Ah, 75%, aber gar nicht mal so schlecht. Oh, komm, kümmert euch doch um den Zingel Inferno, Leute. Ey, ah. Das Katapult noch. Schaffe ich auch nicht mehr. Ja, es ist ja bei mir aktuell der CW der hohen Prozente und nicht 3 Sterne anscheinend. Adlerdev. Ja, sie kümmert sich um die Adlerdev. Na, wer sagt's denn, aber ansonsten lebt ja auch nichts mehr. Die Königin lebt noch. Und lebt noch ein Magier. Ansonsten, Warden ist jetzt fast als letztes noch übrig. Ah, Mann. Mehr als gedacht. So schlecht war die Base jetzt auch nicht. Königin ist aus dem Radius raus. Ist jetzt wieder im Radius drin vom X-Bogen. Oh, hat sie auch noch gekriegt. Ja, und der MVP-Warden schlägt jetzt leider falsch zu, denn er schlägt jetzt dazu 93 wieder. Ne, letztes Mal, glaube ich. Wie fertig im letzten? Wir können gleich mal nachgucken. Da hatte ich auch über 90. Naja. Ist
Okay, kann ich mitleben. Kann ich mitleben, aber wir gucken mal trotzdem eben nach. Im CW davor hatte ich... Wen habe ich da angegriffen? Mein Team. 96, okay. Ja, das war auch wieder knapp. Aber nun gut, ich weiß nicht, ob wir noch einen haben. Ich gucke mal eben. Okay, anscheinend will niemand mehr angreifen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn das denn der Fall ist, dann lasst doch mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, eure Glocke aktivieren, Creator-Code MBF eingeben, wenn ihr was im Shop kauft, würde ich mich sehr freuen. Gilt für alle Supercell-Spiele und dann sehen wir uns in einer neuen Episode wieder und haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.